Datendurchblick. Der Podcast für eine bessere Zahlen- und Studienkompetenz von Thieme mit Dr. Irit Nachtigall. In dieser Folge des Datendurchblick geht es um eine statistische Grundlage, die einfach erscheint, aber doch oft verwechselt wird und die wichtig ist, um Studien, Zahlen und deren Ergebnisse richtig zu verstehen und zu interpretieren. Es geht um Korrelation und Kausalität. Die meisten haben die Begriffe schon gehört, aber was war jetzt nochmal was und wie genau funktioniert das jetzt nochmal? Irit, kannst du uns weiterhelfen? Was ist der Fallstrick bei Korrelation und Kausalität? Korrelation oder Kausalität? Was ist dieser Fallstrick? Dieser Fallstrick ist, dass man eben genau gucken muss, ob diese Zahlen nur korrelieren oder ob eine echte Kausalität zwischen den beiden besteht. Was sind denn diese beiden Begriffe eigentlich? Die Korrelation beschreibt eine rein mathematische Verbundenheit dieser Variablen. Und die Kausalität bedeutet, dass sie auch noch ein Ursache-Wirkungsprinzip haben. Und das kann man sehr schön erklären an einem der Lieblingsbeispiele von Menschen, die gerne mit Zahlen umgehen, weil es so schön plakativ ist. Es gibt eine Untersuchung, wo sie diese Zeitreihen der Störche und der Babys in Brandenburg verglichen haben und dass die Störche und die Babys in Brandenburg eng korrelieren. Aber Freunde, wir wissen, die Babys werden nicht von den Störchen gebracht und deswegen kann das ja eigentlich nicht sein und deswegen ist es einfach zu sagen, dass da natürlich die Korrelation der Zahlen nicht eine Kausalität bedingt, aber viel schwieriger ist es bei Dingen, wo wir es nicht genau wissen und deswegen ist es ganz wichtig, dass man sich das genau anguckt und nicht einfach irgendetwas korreliert und schon gar nicht einfach irgendwelche Zeitreihen macht. Gerade bei Zeitreihen muss man sehr genau gucken, weil die natürlich wirklich komplett zufällig parallel laufen können. Und hier bei den Störchen muss man gucken, ob es nicht doch noch eine dritte Variable gibt, die darauf einwirken kann. Zum Beispiel, weil in Brandenburg Platz ist, das heißt, die Leute kriegen vielleicht einfach mehr Kinder, weil sie Platz haben und die Störche siedeln da mehr. Es kann aber auch sein, dass es einfach völlig unabhängig ist und dass es einfach ein total kompletter Zufall ist. Und das ist das, wofür Statistik wichtig ist und das ist das, wofür ich Statistik genau kennen muss. Ein anderes Beispiel ist, da habe ich mit einer Freundin gerade gut drüber gelacht, dass man natürlich auch nicht weiß, warum zum Beispiel es korrelieren könnte, dass die Menschen mehr Fußpilz haben und dass es mehr Raucher gibt. Das kann zusammenhängen, weil Raucher schlechter durchblutete Füße haben oder es kann auch gar nicht zusammenhängen. Es kann einfach gar nichts miteinander zu tun haben. Und je komplexer die Zahlenreihen sind, desto schwieriger ist es zu gucken und desto genauer muss die Wissenschaft sein, indem sie diese abhängigen Variablen, die es dafür gibt, eben auch noch mit einschließt. Das ist eine der schwierigsten Sachen, wenn es nicht gerade Störche und Babys sind, zu wissen, ob das jetzt wirklich etwas ausmacht. Dafür braucht man dann eben doch noch den guten Mediziner. Das kann man nicht rein mit Statistik machen, weil der Mediziner oder derjenige, der die Forschung macht, eben weiß, was die anderen abhängigen Variablen sind und die dann in die Statistik mit einschließen muss. So, und dann sind wir ja wieder bei unserem klassischen Glaube keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Da sind wir jetzt. Und auch das findet ihr wieder in der Methodik. Ihr findet das im Statistikteil. Ihr findet das, indem es eben nicht nur eine eindimensionale Statistik gibt, sondern die Statistik mehrdimensional ist. Das heißt dann multivariable Analysen zum Beispiel, um einen wirklichen Statistikbegriff zu nehmen. Und guckt euch das an. Das ist eure Take-Home-Message. Glaube es nicht einfach, sondern hinterfrage es. Wenn du Zeitreihen siehst, hinterfrage, ob die beiden Variablen, die dadurch Zeitreihen miteinander verbunden sind, wirklich auch eine Kausalität haben oder ob das Babys und Störche sind. Das war Datendurchblick von Thieme mit Dr. Irit Nachtigall. Ihr habt selbst Fragen zu einem der Themen oder ihr wollt verstehen, wie bestimmte Zahlen oder Studien funktionieren? Dann schreibt uns gerne an audio@thieme.de und vielleicht ist eure Frage schon bald Thema in einer der nächsten Folgen. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert uns auf Spotify, Apple Podcasts oder wo ihr am liebsten eure Podcasts hört. Und wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung, denn Zahlen und Statistiken sind auch für uns wichtig. Datendurchblick ist eine Produktion der Georg Thieme Verlag AG. Recherche und Sprecherin für diese Folge ist Dr. Irit Nachtigall. Projektleitung Nadine Spöri, Cover Nina Jenschke und ich bin Daniel Dünchem für Moderation und Produktion. Tschüss und bis bald.